Also hier ist ein Fluss. Dann laufe ich... Oh nein, da sind komische Fliegeviecher. Und da ist ein Schwein. Ich glaube, ich habe da ein Schwein gefunden. Hier rennen voll viele davon rum. Ich glaub's nicht. Hab ich, glaube ich, wirklich verlaufen. Ah, nee, da hinten ist unsere Blaupause. Was würde ich nur ohne diese Blaupause machen? Okay, wenn man... Ah, guck mal, hier, wurde geschrieben, okay, wenn man die Shift-Taste beim Zielen gedrückt hält, hält man die Luft an und wackelt nicht so beim Zielen. Damn. Warte. Vielen Dank für deine ganzen Tipps, du. Ah, Shift, okay. Ich habe da uns Steuerung probiert. Danke. So. Das merkt er bestimmt nicht. So. Warte. Kann ich hier? Warte, warte, ja. Warte. Okay. Warte. Was? Kannst du mal kurz zu mir kommen? Okay. Hörst du das? Ja. Ich sehe nichts. Da hinten, da zwischen den Palmen. Da geradeaus. Ja, genau da. Siehst du es? Ja. Willst du angreifen? Toll. Und Pfeil fliegt nicht so weit. Ah ja. Oh, Alter! Hey, nice! Ah, mein Pfeil. Nice. Willst du ausnehmen oder soll ich? Oh, ich habe keine Klingel dabei. Da musst du ein Stück weg. Hast du gehört, dass ich gesagt habe, ich habe keine Klingel dabei? Ja, ich wollte es mal so stehen lassen. Oh, ich muss mich hinlegen und ich habe Durst. Das nehme ich aber noch mit. Du, Mensch. Stockklinge. Das kann doch nicht einfach liegen. Hat er was Cooles dabei gehabt? Eine Versuch, einen Headshot zu landen. Ja, nice. Okay, so, trink mal was. Disgusting. Bitch. Ich muss mich waschen. Ist das eine kleine Drecksau? Ja. Nein, ich hab zu viel einstecken. Was, also dein Dingsbums oder was? Dein Koffer, Koffer voll, mein Gott. Moment, man kann doch unsafe Butter abkochen. Ja, muss man aber nicht. Also... Natürlich kann man das Wasser abkochen, aber wir haben rausgefunden, wir haben das Game ein bisschen ausgetrickst, tatsächlich. Sag das doch nicht so. Ja, ist doch so. Das
So, ich brauche noch einmal Tierexkremente. Die hängen ja voll überall Früchte. Also Schnecke, ja. Leute. Okay, never mind. Hey, mein Bäumchen ist voll am Wachsen. Ich bin so stolz auf mein Bäumchen. Das Fällt machst du ganz fühlen? Toll. Ja. Aber ja. Man könnte auch Suppe kochen, die recht gut sind. Ja, bestimmt, aber so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Wir haben ja nicht mal dieses Ding hier gemacht. Dieses Ritualwasser, hast du nicht gesehen? Leck. Geht's? Ja. Okay. No way! Ich habe einfach ein Vogelnest aufgenommen. Ja, nice. Mit einem Ei drinne. Das Vogelnest kann ich jetzt benutzen, um Feuer anzuzünden. Ja, mit einem Ei machst du einfach Spiegelei. Soll ich dir das mal raufhauen? Was Ei? Ja. Feuerchen. Muss jetzt nicht sein. Okay, dann leg ich's mir mal drauf. Moment, ich mach das Feuer noch ein bisschen stabiler. Es klappt nämlich wunderbar. Finde ich auch sehr tricky tatsächlich. Dass man das Feuer, wenn du Stöcke wieder reinholst, länger haltbar ist. Wie meinst du? Du kannst, wenn du Stöcke ins Feuer legst, ne? Also so auf den Punkt drauf ziehst, dann verlängert es seine Haltbarkeit. Ah ja. Ist ja schon wieder dunkel. Mensch, deswegen bin ich eigentlich losgelaufen. Also, was wollte ich denn holen? Ach, Seile, genau, ich erinnere mich. Was auch sonst. Hast du Hunger? Also Protein. Warte mal ganz kurz. Ja, ach, was essen könnte ich schon. Ich habe auch noch eine Kokosnuss, wenn du möchtest. Ich habe auch noch eine. Habe ich noch eins? Ja, ich habe noch eins. Die Kokosnüsse haben sich verdoppelt. Oh, guck mal. Hab's fertig gemacht. Nicht schlecht. Ist es dein Fleisch, was da drauf liegt? Ach nee, ist es schon fertig. Das hab ich dir draufgelegt. Dankeschön. Bitteschön. Ich hab auch noch Fleisch. Das muss ich aufhängen. Das Ding ist immer noch nicht fertig, gell? Upp. Hab ich noch irgendwo frei? Ja, hier, oder? Da hängen jetzt zwei, da hängen mehrere dran. Ist ja praktisch. Hier an dem Trockengestell, du kannst da mehrere wohl dranhängen. An dem einen hängt jetzt zwei Stück dran. Okay, sehr praktisch. Ja, oder? So, Moment. Es hört sich immer so an, als ob du was komplett demolierst, ey. Wahnsinn. Noch gar nichts. Dann läuft man da. Ja, ich weiß. Da läuft man einmal da durch und es hört sich an, als ob man. Alles abgerissen hat. Hast du ja vielleicht. Ich mach gar nichts.
Wenn nicht, stoppt der Prozess, wenn es regnet. Habt ihr ein Dach über den Dörr gestellt? Ah, lol. Okay. Danke. Was denn? Es wird geschrieben, habt ihr ein Dach über dem Dörrgestell, also Trocknungsdings, und dann schreibt er noch, wenn nicht, stoppt der Prozess, wenn es regnet. Er braucht uns nicht zu wundern. Also, machst du das? Ich bin mir nicht sicher. Können wir so Richtung Lager laufen? Da ist es hell, da sehen wir was. Ich habe einen Egel, ich muss eh zurück. Kommst du? Ich such Ding. Seile. Und das Fleisch kann am Gestell verfaulen. Echt jetzt? Na jo, es ist alles genullt. Krass. Ja, deswegen haben wir doch den das eine Gestell und das Dach gestellt. Ja. Nur wir müssten es halt mal fertig bauen. Jetzt habe ich auch keine Seile mehr, Dünn. Voll da. Ah, gut, da. Hey. Kriegst du wieder nicht. Dann tricksen wir nochmal kurz. Weiter. Was? Lehm nehmen. Ich finde das cool, dass man sich einfach so Lehm aus dem Wasser ziehen kann. Ja. Ja. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Kennst du das noch? Cool. Ja. Ich sag, wenn du merkst, dass du alt bist, hab es furchtbar. Oh. Och nein. Oh. Was denn? Kann ich noch Samen draus machen? Mal sind die guten Früchte vergammelt. Oh, jetzt habe ich eine Larve draus gekriegt. Naja. Achso, ich habe ja Egel. Knochenrüstung. Okay, läuft bei dir. Wie ziehe ich denn die jetzt an? Ich werde angegriffen. Nein, es ist keine Halluzination. Nein, ja, nein. Ja, dann lauf mal zu mir. Lauf mal nach hinten. Meine Bäumchen in Ruhe. Hoppala. Toll. Also falls ich tröste, der ist tot. Ja, cool. Nice. Das war jetzt aber nicht sehr nett. Nee. Ah ja. Stimmt, habe ich jetzt meine Kokosnuss verloren. Warum habe ich denn jetzt Wasser getrunken? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Oh mein Gott, bin ich jetzt slow. Ich glaube, mein Schwert gerade ist. Ja, lol, ich habe ja mein Dings noch. Meine Axt noch. Ah, okay, so zieht man Rüstung an. Ach, Stocklinge, ich habe auch eine Stocklinge gekriegt. Also, ich habe mir die gemobbt, um ehrlich zu sein. Ist ja krass. Ich brauch Bananenblatt. Ich brauch Bananenblatt. Soll ich dir eins holen? Außerdem hängen doch da an dem Ständer welche, du Eumel. Ja, aber da liegen noch meine Sachen. Welche? Soll ich dir vielleicht was abnehmen? Moment, jetzt wollen wir erstmal noch eine Rüstung. So, ist das deine hier? Das, was hier dein liegt? Dein Zeug? Ja. Kannst du gerne nehmen, wenn du möchtest. Aber, also, warum liegt es denn da? Hast du das abgeworfen oder was? Ja, weil die Rüstung echt viel Platz verbraucht im Winter. Oha, ist ja assi. So. So, untersuchen. Alles okay? Ja, ich hab's aus dem weggeschmissen. Kleine Schlaufe ganz recht im Wasser. Ich lade es nur jetzt mit, kannst du 5. Ja, das haben wir auch schon. Dass die, Okay. Ja. Ja, okay. Maschine. Du brauchst
4 Knochen, ein Palmblatt und 2 Seil. Dann kannst du dir ein Stück Rüstung machen. Okay. Und mittlerweile haben wir echt viele Knochen. Gibt es hier so Knochenständer? Aber nochmal. Ah, warum? Achtung. Alter, was hat der für einen geilen Speer, bitte? Achtung. Aua. Spack. Warte. Warum werde ich immer angegriffen, wenn... Okay. Jetzt. Boah, Alter, nimm dir den. Gönn dir. Ja, warte, dann muss ich meinen wegschmeißen. Mein schwachen Speer. Nimm dir noch deinen Pfeil wieder. Der steckt im Kopf. Also, du bist mit dem Bogen, ja, also... Ja, warte, einer im Kopf, einer im Arm. Wo ist der dritte? Der hier, so am Arm lang. Wenn du da so am Arm bist. Nice. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, vielen Dank für die ganzen Tipps. Du hast uns schon echt weitergeholfen. Ja. Danke. Ja, ich Frau von Armblatt. Na, warte, ich hab irgendwas. Achso, ja, ich glaube, ich hab auch irgendwas. Ich stell mich jetzt ans Feuer. Oh ja, ich hab eine Wunde. Oh, Fokusnuss. Oh, ich sehe leider nicht. Ich glaube. Warte, ich muss sie erst sauber machen. Scheiße, ich bin so langsam. Oh ja, ich habe auch eine Wunde. Alter. Ich habe keine Verbänder dabei. Haben wir noch in der Kiste welche? Ich gebe dir gleich einen. Ich habe welche gemacht. So, Moment. Unbekannte Kräuter. Essen, sammeln. Je höher der Skill, umso besser aimt man. Nachlesen. Ach, das bedeuten die Punkte. Was denn? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das bedeutet. Du hast doch bei der Glühbirne dein Buch. Ja. Diese Knochen und Dispos und Handwerk und Zweihandwaffen und sowas. Ja. Und je höher, weil du siehst ja dann auch rechts zum Beispiel immer, und je höher das ist, umso besser es ist. Ist ja cool. Huch. Hier, was macht denn deine Wunde? Also eben war sie noch nur eine Wunde. Sie sieht mal auch nur so aus, als, ne, es scheint noch nur eine Wunde dann zu sein. Dann geh mal abwaschen und dann machst du den hier drauf. Tabakverband. Einfach ganz normal im Wasser waschen, oder was? Jo. Okay. Waschen. Nein! Ich glaub's nicht! Das gibt's doch nicht! Scheiße, ich hab dich erwischt, glaub ich. Wie assi ist es denn bitte? Ich glaub's nicht. Wie viel Pech kann man denn haben? No. Bin ich ein Verreck? Der ist hier vorne. Da unten im Wasser, gell? Ah, hier. Die Frage, wo ist die? Wie ärgerlich. Die wieder? Ja, bestimmt. Als ob sie uns jetzt in Ruhe lässt. So, nein. So, da. Ja. Hm. Dass ich meine Kokosnussschalen noch hingeworfen habe. Ey, auch. Nein. Nee, das scheint weg zu sein. Ich sag, es läuft zu gut.
Aha, der Jaguar schon wieder, der kreuzte alle drei Ingame-Tage mal auf. Okay, das ist schon gemein. Wenn man einen erlegt, dann kommt gleich der nächste angescheißt. Geschissen, was auch immer. Bin ich sauer. Ja, es lief so gut. Ich hab's verschrien, ist in Ordnung.